Im 15. Jahrhundert glaubten die Europäer, ein Wundermittel gefunden zu haben. Eine Arznei gegen Epilepsie, Blutungen, Blutergüsse, Übelkeit und praktisch jedes andere Gebrechen. Dieses braune Pulver konnte man in Getränke mischen, zu Salben verarbeiten oder pur schlucken. Es nannte sich Mumia und bestand aus zermahlenen, mumifizierten Leichen. Das Wort Kannibale stammt aus der Zeit von Christoph Kolumbus. Vermutlich hat der es sogar selbst geprägt. Als er auf der Insel Guadeloupe landete, beschrieb Kolumbus die Einwohner in seinen Berichten an die spanische Königin als freundlich und friedlich. Obwohl er Gerüchte über eine Gruppe namens Kariben erwähnte, die angeblich Raubzüge verübten und ihre Gefangenen kochten und aßen. Daraufhin erteilte Königin Isabella die Genehmigung, jeden, der Menschenfleisch aß, zu versklaven. Als er auf der Insel nicht das ersehnte Gold fand, bezeichnete Kolumbus jeden, der sich seinen Plünderungen und Entführungen widersetzte, als Kariben. Irgendwann wurde das Wort Karib zu Kanibe und dann zu Kannibale. Zunächst entmenschlichten Kolonialherren Ureinwohner mit dem Begriff, aber inzwischen wird jeder, der Menschenfleisch isst, so genannt. Das Wort stammt zwar aus einer unbelegten Erzählung, aber der Kannibalismus hat eine reale und äußerst komplexe Geschichte. Es gibt ihn in verschiedenen Formen. Manchmal, wie bei Mumia, geht es dabei nicht um erkennbare menschliche Körperteile. Auch die Gründe für kannibalistische Bräuche sind vielfältig. In allen Kulturen und Epochen gibt es Belege für Überlebenskannibalismus. Menschen, die eine Hungersnot, eine Belagerung oder eine unglückliche Expedition überlebten, mussten Leichen essen, um nicht selbst zu verhungern. Aber es ist auch üblich, dass Kulturen den Verzehr von Menschenfleisch in bestimmten Formen unter normalen Umständen dulden. Aufgrund von falschen Berichten wie dem von Kolumbus ist es jedoch schwierig, genau zu sagen, wie verbreitet kultureller Kannibalismus war. Es gibt jedoch Beispiele für akzeptierte kannibalistische Bräuche aus den praktizierenden Kulturen, wie etwa den medizinischen Kannibalismus in Europa zu Kolumbus' Zeit. Im 15. Jahrhundert stieg die Nachfrage nach Mumia. Zunächst deckten gestohlene Mumien aus Ägypten den Hunger, aber schon bald war die Nachfrage zu groß, um sie allein mit ägyptischen Mumien zu decken. So stahlen Opportunisten Leichen aus europäischen Gräbern, um daraus Mumia zu machen. Mumia wurde jahrhundertelang verwendet. Im Merck-Index, einer populären medizinischen Enzyklopädie, war es bis ins 20. Jahrhundert zu finden. Und zermahlene Mumien waren bei weitem nicht das einzige gängige Heilmittel aus Menschenfleisch in Europa. Blut, sowohl flüssig als auch in Pulverform, diente zur Behandlung von Epilepsie. Auch menschliche Leber, Gallensteine, Öl aus menschlichen Gehirnen und pulverisierte Herzen waren beliebte Arzneimittel. In China reichen die Aufzeichnungen über akzeptierten Kannibalismus fast 2000 Jahre zurück. Eine besonders verbreitete Form scheint der Kinderkannibalismus zu sein, bei dem erwachsene Söhne und Töchter ihren Eltern ein Stück ihres eigenen Fleisches anbieten. Das war in der Regel der letzte Versuch, ein krankes Elternteil zu heilen und war für den Nachwuchs nicht tödlich. Meist nahm man Fleisch vom Oberschenkel und manchmal einen Finger. Kannibalistische Begräbnisriten sind eine weitere Form des kulturell gebilligten Kannibalismus. Das wohl bekannteste Beispiel ist das Volk der Fore in Neuguinea. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts erklärten die Gemeindemitglieder, wenn möglich, ihre Bestattungswünsche im Voraus und baten mitunter darum, dass die Familienmitglieder zusammenkommen und ihren Leichnam verspeisen. Tragischerweise verbreiteten diese Rituale, obwohl sie die Verstorbenen ehrten, auch eine tödliche Krankheit namens Kuru. Zwischen den erfundenen Geschichten, den belegten Bräuchen und den großen Lücken in unserem Wissen gibt es keine klare Geschichte des Kannibalismus. Wir wissen aber, dass sich Menschen seit Jahrtausenden gegenseitig essen, sich essen lassen und andere beschuldigen, Menschen zu essen. Lerne mit diesen Videos noch mehr. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.